Herzlich willkommen zum neuen Video hier bei Copter Pro. Und zwar heute nicht ganz zum Thema Jagd, nicht ganz zum Thema Kidsrettung, sondern heute zum Thema Landwirtschaft bzw. Weinbau. Denn wir werden uns erweitern. Und zwar werden wir ab sofort Sprüh- und Streudrohnen mit in unser Sortiment aufnehmen. Um was es sich da handelt, das seht ihr in diesem Video. So Leute, herzlich willkommen zu dem Video, wie ich schon angekündigt habe, zum Thema Landwirtschaft und Weinbau. Denn wir werden uns erweitern, wir werden Sprühdrohnen in unser Sortiment aufnehmen und das zeigen wir euch jetzt mal. Und wir zeigen euch jetzt mal, was für ein Klopper wir uns zugelegt haben und wie man den handelt, was der ganze oder was die Drohne kann, wie groß die ist und wie man sie aufbaut. Also seid gespannt. Ich wollte es ein bisschen spannender machen. Da ist der Apparat. Also, wir haben hier die Akras T30 Drohne und zwar eine Sprüh- und Streudrohne. Das ist eine relativ große Drohne, wie ihr seht. Die ist auch mit den normalen Führerscheinen so nicht mehr fliegbar. Da machen wir mal ein separates Video zu, das ist ein bisschen komplizierter. Die Akras T30, was ist das? Das ist eine Sprühdrohne und eine Streudrohne. Sie kann bis zu 30 Liter Spritzmittel mitnehmen, ja? Und bis zu 40 Kilogramm Streugut. Was ihr streuen könnt damit ist zum Beispiel, ich nenne euch mal so ein paar Einsatzgebiete. Also in der Landwirtschaft zum Beispiel ist es möglich, Untersaaten zu machen mit der Drohne, zum Beispiel Kleeuntersaaten oder sowas. Wir können Kalk ausbringen, wir können aber auch mit dem Spritzsystem Flüssigkalk ausbringen. Die Drohne eignet sich für den Einsatz gegen den Eichenprozessionsspinner, das sind die kleinen Raupen, wo ihr öfters mal Schilder seht, die in Eichen, ich sage jetzt mal so, riesengroße Netzgebilde haben und die runterfallen und durch die Härchen Verbrennung auslösen können bei Mensch und bei Tier. Das können wir auf jeden Fall behandeln, auch biologisch behandeln. Die Drohne ist aber auch einsetzbar im kommerziellen oder konventionellen Weinbau und zwar als ganz normale Sprühdrohne. Sie packt, wie gesagt, 30 Liter. Man kann alle Flächen vorplanen, automatisiert abfliegen lassen. Da werden wir aber noch separate Videos zu machen, wo wir euch das Ganze nochmal erklären. Heute wollen wir euch die Akras T30 Sprüh- und Streudrohne einfach mal vorstellen und euch zeigen, wie man dieses Teil handelt und vielleicht auch alleine handelt. So, die Drohne kommt an in einem riesengroßen Karton und wir haben sie da erstmal rausgeschmissen, weil den Karton, den kriege ich alleine gar nicht gehandelt. Und klar, man ist nicht immer zu zweit. Bei der Akras sollte man eigentlich zu zweit sein, weil es ist wirklich schwer. Oder man überlegt sich was und wir wollen ja euch direkt praxisnah oder praxisorientierte Tipps geben. Deswegen haben wir uns direkt was überlegt. Das hat ein Mitarbeiter von uns gebaut, danke Jürgen, für den tollen Einfall, wie wir das machen. Und zwar haben wir hier in unserem Bus zwei Airleiterschienen eingebaut. Wirklich auf dem Boden, die bisher abgerundet sind, dass man nicht immer drüber stolpert. Und die Drohne steht auf einem Rollbrett aus Siebdruckplatten, das wir alleine handeln können mit Rollen, die jeweils an jeder, also vier Rollen, die jeweils eine Bremse haben. Und zwar haben wir noch was, wir haben hier eine Rampe. Die Rampe dafür, dass ich die Drohne alleine aus- und wieder einladen kann. Die Rampe ist klappbar. Die können wir jetzt mal hier drauflegen. So. So. Und so ist das eigentlich schon relativ gut. Also es ist eine ganz normale Rampe. Wir werden auch Zusatzequipment später für die Akras anbieten. Hier haben wir ein Spanngurt festgemacht, dass die Drohne uns nicht abhaut. Aber wir müssen ja sowieso noch die Bremsen hier vorne lösen. Und dann können wir die eigentlich schon fast alleine hier runterrollen. Das versuchen wir jetzt mal. Einfach hier ein bisschen anheben, ja, zur Führung schieben, hier ansetzen lasse, dann Stopp zu kurz, hinten ein bisschen anheben und ich kann die Drohne astrein hier rausrollen. So, ja, Riesenteil würde ich sagen. Also, was haben wir hier? Wie gesagt, die Akras T30 Drohne. Wir haben das Sprühsystem immer noch hier verbaut.
Wir haben aber jetzt den Streutank drin. Also wir können das Sprühsystem so anfassig lassen, nur der Tank für das Spritzmittel ist dann quasi ausgebaut. Und wir haben jetzt das Streusystem hier drin. Man kann natürlich alles streuen. Deswegen habe ich gesagt, im jagdlichen Bereich eventuell auch einsetzbar. Ich will nicht näher drauf eingehen. Aber ist vielleicht für den ein oder anderen Wildacker auch eine Möglichkeit einzusäen und zu behandeln. Ja? So, wir haben hier mehrere, ich sage jetzt mal, Halter für die Propeller oder für die Arme, dass die Propeller einfach da halten. Die machen wir alle ab. Und können dann gleich den Klopper hier mal auspacken oder ausklappen. Und zwar klappen wir erst die oberen aus. Die haben hier so Arretierhebel. Das ist schon alles sehr robust und groß. Also es ist schon brutal. Ja? Dann klappen wir das hier unten aus. Da muss man ein bisschen aufpassen mit den Leitungen für das Spritzmittel. So. Und ihr seht, was das für ein Apparat ist. Und vor allem seht ihr, es ist ein Hexakopter. Es ist also eine Drohne mit 6 Rotoren. Es ist eine DJI-Drohne, eine DJI Akras, aber 6 Rotoren. Also was Untypisches für DJI, weil die gehen ja eigentlich immer auf Quadrocopter. Ist aber ein Riesenteil. Ja, das mal zum Aufbau. So Leute, also die Akras T30. Was habe ich hier in der Hand? Sieht aus wie eine Kiste, ist ja relativ schwer. Ist ein Akku. Und zwar ein Akku bei der Akras T30 hat eine Flugzeit von ungefähr 15 bis 20 Minuten. Ist immer ein bisschen abhängig davon, was ihr transportiert. Der Akku wird hier einfach reingesetzt, bis er Klick macht. So, jetzt ist er eigentlich schon drin. Und wir haben hier noch so ein Zubehör-Kit. Ich zeige es euch mal ein bisschen in die Kamera. Ich hoffe, man sieht das. Das ist so eine Box, da haben wir jetzt das ganze Zubehör drin. Also es ist alles schon ein bisschen überdimensioniert. Aber die Fernsteuerung ist im Prinzip die gleiche, wie man bei einer Mavic oder so findet. Nur, dass ein bisschen mehr Zubehör dabei ist und ein RTK-Dongle. Weil wir können die Drohne mit RTK, RTK Real-Time Kinematics, also ein genaues Positionierungssystem, mit dem können wir das quasi betreiben, um dann Missionen zu planen. Das lassen wir mal außen vor. Wir wollen ja noch mehr Videos zu der Drohne machen, weil im Prinzip ist die schon sehr, sehr, sehr komplex. Wir werden da ganz viele Einsatzgebiete erklären. Wir wollten euch in erster Linie mal das ganze Teil hier zeigen, was das Teil kann und dass es trotzdem alleine handelbar ist. Ja, es gibt da wirklich Einsatzgebiete für. Und zur Flächenleistung. Also die DJI gibt das ungefähr an mit 40 Morgen pro Stunde. Ja, man muss das natürlich ein bisschen abwägen. Beim Eichelprozessionsspinner-Sprühen zum Beispiel ist das wieder baumabhängig, weil da behandelt man jeden Baum. Die Drohne ist aber ganz leicht zu fliegen, im Prinzip wie jede andere Drohne auch, nur dass sie eben viel, viel größer ist. Zu dem Führerschein werden wir auch noch Videos machen, um euch das ganz genau mal zu erklären, was für Führerscheine braucht, welche Genehmigungen braucht man. Und wir werden euch aber auch ein Komplettpaket dazu anbieten, wo alles schon mit drin ist, weil das Ding ist echt komplex. Und nicht denken, die Drohne schafft den Weinberg nicht zu behandeln. Das ist nicht der Fall. Die Drohne mittlerweile sind auf dem Stand, dass die auch einen Weinberg von mehreren Hektar behandeln kann. Und das Ganze auch, ich sag mal, so ähnlich wie der Hubschrauber, vielleicht sogar noch ein bisschen genauer als der Hubschrauber, abdeckt. Ja, also ich muss hier auch die richtigen Worte finden, weil das ist einfach phänomenal, das Teil. Und wir haben es einfach mal getestet. Wir wollen in die Branche. Vielleicht noch ein paar kurze Worte zu mir. Ich bin in der Hubschrauberspritzung schon mehrere Jahre tätig. Deswegen komme ich auch dazu, dass wir mit Copter Pro in den Landwirtschafts- und Weinbaubereich gehen. Selbst sachkundige Person für den Pflanzenschutz. Das heißt, Sachkundelehrgang auch schon selbst Spritzmittel und sowas angemischt. Und ich fliege Hubschrauber. Das heißt, die ganze Genehmigung und so weiter wird für uns auch einfacher sein zu bekommen bzw. zu beantragen als für viele Privatpersonen oder Gewerbe, die noch gar keine Erfahrung haben. Wir arbeiten da auch mit super Partnern zusammen, die uns helfen, alle Genehmigungen und alles, was ihr für den Einsatz dieser Drohne braucht, wirklich zu bekommen.
Was ist bei der Drohne noch besonders? So eine Drohne muss man sich anschauen. Also ihr werdet auf jeden Fall gerne oder ihr könnt gerne zu uns kommen, eine Vorführung machen. Wir packen aber auch gerne die Drohne ein, wie ihr eben gesehen habt, auch alleine. Kommen wir vorbei und zeigen euch das ganze Teil. Also, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und hoffentlich interessiert euch das Thema Sprüh- und Streudrohnen. Bis dahin, gebt uns einen Daumen hoch, hört unseren Podcast auf iTunes und Spotify und falls ihr Fragen zu Sprühdrohnen habt, gerne in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen, euer Alex von Kopfabbruch.